Das sieht gut aus da oben. Hier sind Gegner, die besiegen wir noch. Cerberus. Gut, Justin, los. Heuler Schlag. Und Fena dasselbe. Heuler Schlag. Oh, Fena hat bald keine Punkte mehr. Das wird unschön. Bam, Windstufe erhöht. Perfekt. Eine Windstufe brauchen wir noch. Ich glaube, ein paar Stufen mit dem Schwert und dann haben wir es. Also noch eine Windstufe trainiere ich und dann haue ich nur noch mit dem Schwert zu. So, aber jetzt erstmal weiter hier im Verlies des Grauen. Okay. An der Wand entlang laufen. War bis jetzt immer eine gute Idee. Sind wir immer angekommen. Oh, cool. Da war ja eine Tür. Cool, Bereich 2 sind wir sogar schon. Ja, hallo, ist hier noch irgend... immer diese Entscheidung, wo man zuerst langlaufen muss. Gut, erstmal da die Gegner fertig machen. Och, schon wieder eine Abzweigung. Perfekt. Ich habe also schon nicht genug Probleme, wo ich zuerst langlaufen soll. La, 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 la. La 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 la. Ja, das denke ich auch. So, dann zeig schon mal die Cyprien, Cyprius, Mehrzahl, keine Ahnung. Entschuldigung. So, nö, machen Sie es einfacher. Nein, verdammt, können wir gar nicht. Gut, dann machen wir halt eine Kombi so. Justin macht auch einen Heulerschlag. So, der hat auch nicht mal viel ZP dort. Gut, Milda. Nee, Milda wird einfach nur eine Kombi machen. So, die Zyprien wird zerlegen und ja, den da oben auch. Der da hat es knapp überlebt. Und ja, Fena braucht es gar nicht erst zu versuchen. Bringt eh nichts. Oh, Power of Ice. So, wir müssen mit der Attacke eigentlich nur 70 abziehen, dann haben wir es geschafft. Aber ich glaube, das wird nur so auf 68 oder 50 bleiben. Na, 48. Ja, dann einfach ein Kombi. Perfekt. Und ich glaube, ich brauche für das erste Szenario sogar länger als eine Dreiviertelstunde. Das sehe ich schon. Wenn ich jetzt schon keinen Plan habe, wo ich langlaufen muss. Wie soll es denn erst im späteren Gebiet? Wo? Das sieht aber hübsch aus. Okay, Leute, sieht aus, als ob wir den Soldatenfriedhof, den richtigen Abteil, immer näher kommen. So, jetzt hier links. Und wenn es da runter... Ne, hier geht's nicht runter. Aha, gut. Das heißt, wir müssen noch auf der anderen Seite entlang. Perfekt, ich dachte schon, wir kommen hier gleich weiter. Da wäre ich nämlich dann erstmal rübergegangen. Ich werde hier irgendwie alles erkunden. Weil ich habe auch irgendwo mal gehört, dass es dann immer irgendwelche Super-Items hier irgendwo gibt. Und die will ich natürlich abstauben. Also wenn es hier Items gibt, dann will ich die haben. Gut, noch einmal Heulerschlag. So, bam. Bam.
Bam, so richtig Bam muss es machen. Gut, ja. Warte mal, hier wird sich hier dieses Scheibengericht dich anbieten. So. So, Fena wird, wird auch nichts machen. Fena wird knistern auf den dort. This'll teach you. Gut, milder Kombi auf den vorderen und ich hoffe, der ist langsamer als Rap, Gott sei Dank. Here goes. Sehr schön. So. 31, okay, das geht eigentlich. Au. Sehr schön. So, damit werden die Gegner auch erledigt. Gut. Wieder läppige 62 Erfahrungspunkte, aber naja, was will man machen? Und weiter geht's. Och man, schon wieder eine Abzweigung. Aber hier sind wir ja vorhin schon gewesen. Xin. Bin ich jetzt hier gelandet? Ich ahne schon, ich darf mal auch wieder dahin gehen und gucken, was auf der anderen Seite ist. Kleine Randnotiz an mich. Wenn irgendwo Springfelder sind, erst springen, nachdem man die andere Seite der Abzweigung untersucht hat. Komm. Kombi. Da drauf. Okay, Fena. Was hast du noch an Zauber übrig? Hier noch genug. Knistern. Ach komm. Entschuldigung. Schön daneben geworfen. Justin, los! Heuler, schille Lage. Blow, Storm, blow! Zack. Yeah, Windstufe erhöht. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch mit dem Schwert trainieren. Fena, los! Zeig mal, wie viel deine Peitsche bei den Viechern ausrichtet. TF. Die macht ja mehr Schaden als alle anderen. Okay. Fena ist jetzt nur ruhig Feuer sauchen können. Hätte ich viel öfters mit der Peitsche hier gegen die Hunde antreten lassen. Total effektiv ist das. Mit der Peitsche einmal bam, bam und dann. Boah, Wahnsinn. Hätte ich das gewusst. Och man. Ich habe keine Ahnung, wo ich so lang zuerst lang gehen soll. Sieht alles gleich aus. Da da, CP Rosa. Warum greift ihr mich denn nur an? La 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 la. Burn to a crisp! Achso, ja, Schwert, ja, gut. Mein Fehler. Bam, gut. Er ist einfach alle nur mit der Kombi, zack, irgendwo drauf. Ja, komm. Wird eh für alle reichen. Gut. Perfekt. Hier oben. Oh, ich anscheinend. Ich laufe immer irgendwo lang und komme gleich zum Ziel. Und alle Items zwischendurch verpasse ich. Das passiert mir immer. Ich laufe immer richtig lang.
Oder zumindest in, sagen wir mal, 70% aller Fälle. Zu, ach Quatsch. Nein, du sollst doch diesen Sandmann angreifen, nicht diesen Cerberus. Den kann die Fähne angreifen. Nein! Gott sei Dank, ich dachte schon, die würde jetzt so komplett abgebrochen. Bam! Bam! Da sieht man den Unterschied der Peitschstärke. Ganz drastisch. 0-263. Yeah, Schwertstufe erhöht. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Schwertstufen mehr. Verdammt, doch richtig. Ja, gut, dann sammeln wir das einfach mal hier ein. Was ist das? Was haben wir hier? Was bringt mir das? Es ist ein Fire Cape. Macht 2 Feuerschutz, nicht teuer. Ja, gut. Diese Vögel kennen wir ja mehr oder weniger, oder? Und wie aktiviere ich diese? Ah ja. Gut. Hallo, ich möchte gegen diese Vögel kämpfen. Ich weiß, dass sie lebendig sind. Lasst mich kämpfen. Ich will hier mal einen epischen Bossfight haben. Naja, gehen wir halt noch tiefer ins Grab. Soldatenfriedhof, Bereich 3. Wow. Ich dachte schon, jetzt stürzt das Spiel ab. Sah ein bisschen komisch aus. Oh, natürlich. Ja, komm. Wo muss ich denn jetzt lang? Gott sei Dank. Okay. Also gibt es doch nicht allzu viele Wege. Ich dachte schon. Aber jetzt wollen sie es wissen. Wohin? 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Ach komm, ich laufe erstmal jetzt hier lang. Springkatapult, was hat uns das gesagt? Erstmal woanders gucken. Okay, hier unten ist Schutt und nichts zu finden. Wow! Wer seid ihr denn? Hier sieht er lustig aus. Wie heißt ihr? Wolfsmann. Wolfsmann. Hallo Wolfsmann. Und hallo und sag hallo auch zu meinem Schwert. So, Fener. Ja, Knistern. Eisattacken sind eigentlich fast immer gut. Oh, Power of Ice! Wow! So, Rap! So, dann werden wir den erstmal erledigen. Bam! Bam! So, Milda, beeil dich mal, der Typ da ist mir nicht ganz geheuer. Der will was. Ah, dafür das Feuercape. Oha. Ja, ist klar. Komm schon, übertreib halt. So, Fena. Zeig mir die hübsche Animation von alle heilen 3. Dann halt nicht. Da werden wir halt immer nur diesen Statusbildschirm sehen. So, hast es geschafft. Hui, das gab ja 4 Erfahrungspunkte. Von mir aus kann noch ruhig mehr von den Viechern auftauchen. Hallöchen, warum hast du denn nicht gleich mitgemacht? La la la. Woho, woho. La 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 la. La 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 la. Perfekt. Der ja, schöne Bildschirm Hintergrund. Ich glaube, ich muss da echt mal was umstellen, weil es so geht das ja nicht. Ich kann ja nicht jedes Mal hier
euch den schönen Bildschirm schon noch von mir zeigen. Fena, alle heilen 3, bevor noch irgendwas schief läuft. So, Justin. Ach komm, machen wir einfach mal eine Schockwelle. Now you'll be okay. Munter hübsch nicht. Here goes. So, bam. So, hat ja fast für alle gereicht. So, Milda müssen mit einer Kombi das eigentlich dann nur schaffen. So, erst auf den da links. Bam. Schnell nach, verdammt. Alle auf ihn, mit Gefüll. Not bad, eh? Wow, das war... Fehler? Hat ja noch nur Schaden gemacht. Der den letzten Kill? Ja, wir hätten ja das gemacht. Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Die macht mit dem ersten Schlag 0. Mit dem zweiten Schlag höchstwahrscheinlich auch. Und ich krieg den Kill. Ich suche den Fehler in dieser Erläuterung. Oh, hier geht's ja noch runter. Oh. Oh, nee, nicht schon bereit. Diese Entscheidungen.